Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Thank you.
Sato, sind Sie da? Vermutlich Angst, die Funkstille zu brechen. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Lieutenant. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es, Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett Ende.